Welcome back to another German food review, and it's McDonald's time. I'm loving it. Yeah, and damaged bag. Ooh, yeah, destroyed. Okay, let's check out what's in here. Yeah, okay. One, two, three dips. Okay, check it out in a minute. Yeah, McDonald's fries. Okay. And one napkin, yeah, one. And the chicken box, yeah. Okay, what else? No, look at this, nice McDonald's, nice. Yeah, a lot of napkins, good. Two fries and mayonnaise. Okay, that's it, and the drink, of course, yeah, it's cola light, yeah, but yeah, I prefer Pepsi, but let's see how it is. Okay, yeah, let's start with the drink. Here, two straws, no, nothing, you can't bend them, okay. Yeah, it's okay, but yeah, Pepsi is better. But yeah, it's okay, it's not that bad. Okay, and then the fries. Okay, let's start with the fries here. Yeah, McDonald's fries. Do you like McDonald's fries? I like real fries, or fries really thick cutted. Yeah, not yeah. What, yeah? Tastes okay. I like potato. Neat. Mayonnaise. Mayo. Okay. Let's open it. Yeah, what do you do in a restaurant? I do this. And then I dip it in. Yeah, like this. That wasn't the best idea, but yeah, yeah, and then just dip it in, so everything is clean. Okay, yeah, okay. Yeah, tastes okay. Yeah, mayo. And fries. Yeah, 341 calories for this here. Yeah, it's snackable. Okay. But yeah, cola light has a strange aftertaste. Yeah, I don't know. And it's not really sweet. Not as sweet as Pepsi. Okay. Now the main thing, the chicken box. Let's open it. Yeah, what's a chicken box? 6 chicken wings. And there should be 12 nuggets. Okay. Yeah, I know KFC. So I have a comparison how good it is. Or not. Okay, and then let's check out the dips here. One time, jalapeno dip, nice. Curry sauce. And what's this here? Mustard, yeah, Senf in German, mustard. Yeah. Okay. And before I forget it, the price is €8.99 with a coupon here. Yeah. This one is €8.99 standalone. And yeah, this is for free basically, and the drink also for free. Yeah, okay. Where is it here? And it's a McDonald's nugget. But before I start to eat here,
I need a thumbnail. Okay, let me do this. Okay. Okay, no, doesn't work. Let's use this. Okay, but yeah. Yeah, chicken wings and nuggets. Okay, let's try the nugget first. They're not very crunchy, but they are warm. It's okay, but there's a taste, and it's not chicken. Yeah, I'm not a fan of nuggets. I don't know, doesn't taste like chicken. But yeah, it's not really bad. It's okay, but I wouldn't buy this again. That looks good. Let's try the dip here. I hope it's hot. Sweet. Okay, that's very sweet and a little bit hot. Oh, it's too sweet. Yeah. But it's okay. The hotness is okay, but it's very sweet at the beginning. Not a curry sauce. Nugget. Oh, this one's good. This one is very good. Oh yeah. Yeah, this one is really good. Curry sauce from McDonald's. And last one, the mustard sauce. Yeah, it looks like mustard. Where's the nugget? Here it is. Okay, that tastes like mustard. Yeah, for the dips, this one is really good. Yeah, this one is okay. And yeah, this is mustard, yeah. If you like mustard, then it's okay, but doesn't fit. It doesn't fit for the nuggets, okay. Now, let's check out how many nuggets are left. A couple of them. Let's try here. A king wing? No, it's not a king wing. I'm sorry. Oh, okay. Chicken wing is it called, I think. Yeah, king wing is Burger King, of course. Yeah, that's how it looks. They will bite in it right here. Yeah, that's good. Yeah. That doesn't taste like McDonald's. It's okay. It's not hot or something. It's a little bit spicy, but tastes like chicken. And yeah, the coating is also good. Yeah. It's better than the nuggets. Yeah, far better.
Okay, one more. Looks good. Smells good and tastes good. Yeah, this is good. Mmm. Yeah. This is really good. A couple of fries. This one is really good here. Yeah, by far my favorite. Okay. Yeah. Let's eat a little bit more. And as a comparison, a nugget without dip. Let's try it. No, there's huck. Okay. Yeah. Oh. Okay. Rating. The nuggets, yeah, not really bad, but I wouldn't buy this again. They're boring. It doesn't taste like chicken. It's very strange chicken. Yeah, the Burger King nuggets are better. And yeah, compared to KFC, this is nothing. This one here, yeah, I'm surprised. This is really good. Yeah, no side taste, no strange taste, just chicken and very nice coating. This is good. So for the nuggets, yeah, a little bit more than 50%. This one here is good, 100. The dips, this one is good, but a little bit too sweet. But yeah, thumbs up. This one is very good. Thumbs up. And this one is okay, but yeah, it doesn't fit with nuggets. Yeah, the distraction. Okay, and the fries. Yeah. Yeah, they are okay. Coca-Cola. Yeah, 90%. Tastes strange. Okay, what's left? Yeah, the mayo. Mayo is good, of course. Nothing wrong with the mayo here. Okay. Yeah, thanks for watching. I continue in German. Ja, heute gibt es hier eine Chicken Box von McDonald's mit Coupon gekauft. Erstmal den Preis, bevor ich es vergesse. Jetzt habe ich die Kalorien vergessen, ist egal. Hier ist der Preis, 8,99 €. Ja, mit einem Coupon und dazu gab es quasi das hier, Pommes. Und eine 0,4er Cola. Und das Ding hier kostet ja allein, glaube ich, 8,99 € oder so. Dann gibt es dazu drei Dips. Ich habe einfach gesagt, sie sollen mir irgendwelche reinpacken, außer Curry. Der Rest war random quasi. Immer Senfsoße, die Curry und Jalapeno Dip. Ja, zum Glück, dass sie den Jalapeno reingepackt hat. Habe ich erst später gesehen. Aber fangen wir mal an hier mit den Pommes. Ja, das sind halt McDonald's Pommes. Mögt ihr diese Pommes? Ich finde die zu dünn, aber schmecken jetzt zu schlecht. Und dann mal die Mayonnaise dazu. Ja, wie esst ihr die Mayonnaise? Macht ihr das auch so auf ein Tuch und dann dippt ihr da rein? Oder macht ihr es direkt hier rauf? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Ja. Ja, ist irgendwie nicht so spannend hier, die Pommes, aber sind schon okay. Nicht schlecht also. Dann gibt es noch ein Getränk, das ist Cola Light. Da seht ihr es. Und ja, Cola Light schmeckt komisch. Irgendwie komisch. Ich bevorzuge Pepsi. Aber ist jetzt nicht richtig schlecht, aber hat irgendwie so einen komischen Geschmack. Der sagt mir gar nicht zu. Ja, deshalb trinke ich da meistens auch nichts, sondern esse nur. Außer bei KFC, da gibt es halt Pepsi, das ist gut. Ja, und dann kommen wir zu dem Hauptthema hier, die Chicken Box.
Ja, 6 Chicken Wings und 12 Nuggets sollten es sein. Ja, und die Kalorien sind über 1100 Kalorien für die ganze Box hier. Steht das hier drauf? Natürlich nicht. Okay, ja, 1100 habe ich nachgeguckt und das hier sind 350. Cola Light hat ja null halt und das weiß ich nicht. Dann gibt es noch Dips dazu, Currysoße. Ja, die haben ungefähr 30, die ganze Büchse hier. Kann ich schon mal sagen, der ist sehr gut. Jalapeno Dip gibt es noch und Senfsoße. Okay, dann werden wir mal anfangen mit den Nuggets hier. Die sind noch ein bisschen warm. Ja, so sieht ein McDonald's Nugget aus. Und ja, die Burger King Nuggets sahen von innen schon besser aus. Das hier sieht ein bisschen sehr geschreddert aus. Und ich koste mal. Und es schmeckt irgendwie komisch. Schmeckt nicht nach Huhn. Sondern es schmeckt irgendwie, ich weiß nicht, nach dem Frittieröl oder so. Irgendwas ist hier, ja, es schmeckt halt nicht nach Huhn. Ja, mögt ihr diese Nuggets? Ich würde sie nicht nochmal kaufen. Ja, dann probieren wir mal mit Dip. Der Dip hier ist wirklich gut. Ja. Und Jalapeno Dip, der sieht so aus. Erschreckt euch nicht. Mal kosten hier. Der ist auch hier ein bisschen komisch, der Dip. Aber geht schon. Ich koste mal hier. Erstmal ist er ganz süß. Und am Ende kommt ein bisschen Schärfe und es schmeckt ein bisschen nach Gurke. Ja. Ist schon okay, bis auf die Süße. Ich könnte ein bisschen weniger süß sein, aber ja, geht schon. Und der letzte Dip ist hier die Senfsoße. Ja, und da kann ich schon sagen, esst keine Senfsoße zu den Nuggets, das passt nicht. Also ich finde sie, weil das passt nicht. Aber die Soße selber, komme ich gleich zu. Ja, ist komisch, aber die Soße selber ist schon okay. Würde ich aber sagen, passt nicht dazu. Ja, okay, ein Nugget noch. Mit meinem Lieblingstipp, den hier. Boah, der ist lecker. Aber ja, wenn man nur den Dip schmeckt, wozu isst man denn eigentlich Nuggets? Ja, ich will schon, dass die Nuggets gut schmecken, sodass man sie einfach so wegsnacken kann. Okay, dann gibt es das letzte noch. Ich räume mal die Toten hier weg. Wo mache ich die hin? Das sind die Chicken Wings. So sehen die aus von nahen. Sehen ganz gut aus, oder? Ja, sieht eigentlich schick aus. Und dann werde ich gleich mal kosten, und zwar werde ich hier reinbeißen. Und die schmecken mir sehr gut. Ja. Schmeckt nicht nach McDonald's. Schmeckt einfach gut. Die sind nicht scharf oder so, wie die Hot Wings von KFC. Aber das hier außen schmeckt schon ganz gut. Ist ein bisschen würzig. Und das Chicken hier, das Huhn, das ist auch gut. Ja, die funktionieren gut. Und die solltet ihr auf jeden Fall nicht mit einem Dip versauen. Ja, sehr schön. Die gefallen mir. Wenn ich müsste, würde ich die nochmal kaufen. Ja. Okay. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich war es das schon. Aber ich werde mal den hier noch vernaschen. Ja, das ist 1000 Mal besser als die Nuggets. 100%ig.
Ist nicht irgendwie übertrieben. Es schmeckt einfach gut. Genau ausbalanciert. Lecker. Okay. Dann kommen wir mal zum Rating. Ich fange jetzt mal mit den Pommes an. Ja, sind okay. Ich gebe mal einen Daumen nach oben. Kaufen würde ich nicht nochmal unbedingt. Ja, ich kaufe immer keine Pommes. Ich kaufe meistens nur Burger. aber ja, sind okay. Aber jetzt nicht richtig super. Ja, guckt euch an. Aber kann man empfehlen. Ja, Coca-Cola Light. Es scheint wohl viele Coca-Cola-Fans zu geben. Mir schmeckt es nicht. Würde ich nicht nochmal kaufen. Nee. Ja, so 70% oder so. Nicht nochmal. Muss nicht sein. Und dann fange ich mal an mit den Dips. Fange ich mal mit der Senfsoße an. Die schmeckt nach Senf. Schmeckt ganz gut. Als Rating gebe ich mal, ja, gebe ich mal ruhig einen Daumen nach oben. Ich weiß nicht, was ich jetzt, habe ich vergessen, was ich im Englischen gegeben habe. Aber ich würde sie nicht dazu empfehlen. Ja, das passt nicht zusammen. Nugget und Senfsoße passt nicht zusammen. Und die King Wings sollte, ja, King Wings sage ich an der Wand. Die Chicken Wings solltet ihr auch nicht versauen. Der hier ist auch okay. Der ist nur ein bisschen zu süß. Ansonsten, die Schärfe ist okay, ist nicht richtig scharf, aber schmeckt ganz gut. Und das hier ist mein absoluter Favorit. Ja, der bekommt einen Daumen nach oben. Der ist richtig gut. Sieht gut aus. Riecht lecker und schmeckt lecker. Und das Letzte, was noch übrig bleibt, die hier, der bekommt auch ein Rating von unter 100%, würde ich nicht nochmal kaufen. Und die hier bekommen auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Die sind gut. Ja. Aber die Nuggets sind halt langweilig. Und die kann man nicht so essen. Dazu muss man Dippen nehmen. Ja. Aber wenn ihr einen Dip benutzt, dann ist es ja quasi egal, wie die Nuggets schmecken. Okay. Ja. Alles klar. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.